Hallo und herzlich willkommen auf Lyrelda.de. Ich will euch nun in diesem Video mal eine Übersicht geben über die verschiedenen Wachstumsformen, die es so gibt und vor allem, wie man sie mit Differentialgleichungen darstellen kann. Also wie man sie beispielsweise in der Kursstufe eines Gymnasiums behandelt. Eine der bekanntesten Wachstumsformen ist das exponentielle Wachstum. Es gibt die Möglichkeit eines exponentiellen Wachstums oder auch eines exponentiellen Zerfalls, wie es hier dargestellt ist. Exponentieller Zerfall kennt man beispielsweise bei Radioaktivität und Halbwertszeiten. Könnte man sich vorstellen, dass wir hier am Anfang einen Bestand von 100% haben, der nach einem bestimmten Zeitabstand auf 50% fällt. Wenn man den gleichen Zeitabstand nochmal wartet, die sogenannte Halbwertszeit, werden wir auf 25%, dann nochmal die gleiche Zeit wartet, werden wir auf 12,5% und so weiter. Das heißt, das Wachstumsgesetz des exponentiellen Wachstums ist, dass in einer festen Zeit, in einem festen Zeitabstand x oder x0, genau immer der gleiche Prozentsatz von der Funktion abgezogen oder dazu gemacht wird. Das heißt, hier wird es sich um 50% reduzieren, dann reduziert es sich nochmal um 50% und so weiter. Das heißt, wir können festhalten, in festen Zeitabständen nimmt f von x immer um den gleichen Faktor oder ab. Das ist das Wachstumsgesetz des exponentiellen Wachstums. Was können wir daraus schließen für die Funktion selbst? Wenn man sich das mal überlegt, jetzt können wir diesen festen Zeitabschnitt natürlich auch beliebig klein machen. Ja, das können wir also jetzt minimal klein machen. Und was haben wir dann? Diese Veränderung bei dem minimalen Zeitabschnitt, wenn wir es immer kleiner werden lassen, ja, das ist die Ableitung, das ist gerade unser Differentialquotient. Das heißt, als Proportionalitätsgesetz können wir sagen, dass f' von x proportional zu f von x ist. Können wir das auch noch als Gleichung darstellen. Die Ableitung f' von x ist gerade ein Vielfaches, also k mal f von x. K kann eine beliebige reelle Zahl sein. Das heißt, hier haben wir genau das stehen, was hier wir für einen festen Zeitabstand Schrittgröße 0 noch haben, den wir immer kleiner werden lassen. Dann bekommen wir genau unsere Differentialgleichung. Die Formel des exponentiellen Wachstums, um das noch vollständig zu machen, f von x ist der Anfangsbestand mal e hoch k mal x. K ist gerade diese Wachstumskonstante. Ist auch logisch, wenn ich das Ganze ableite, kommt das k nach vorne und steht tatsächlich genau da, k mal die Funktion ist gerade die Ableitung. Schauen wir uns an, wie es bei dem beschränkten Wachstum aussieht oder beim begrenzten Wachstum, wie man es auch nennen kann. Hier haben wir exponentiellen Zerfall. Jetzt überlegen wir uns, wie kommen wir von dieser Funktion her zu einer Funktion, die ein begrenztes Wachstum oder ein beschränktes Wachstum darstellt. Nun, das Erste, was ich hier machen kann, ist, ich spiegle das Ganze an der x-Achse. Dann haben wir die Funktion, die kommt von unten und nähert sich immer weiter der 0 an. Was habe ich gemacht? Wenn es hier f von x ist, mache ich aus f von x einfach minus f von x. Das war die Operation. Ich spiegle es an der x-Achse. Das nächste, was ich mache, ich verschiebe es einfach um einen Faktor nach oben. So dass der Anfangspunkt hier unten bei 0 ist. Wir wollen ja in diesem Fall einen Anfangsbestand von 0 haben. Dann sieht das Ganze so aus. Und ich habe es ja um eine gewisse Konstante nach oben verschoben. Diese Konstante, gegen die sich diese Funktion annähert, ist es die Sättigungsgrenze S. Und nun haben wir tatsächlich das beschränkte Wachstum. Was habe ich getan? Ich habe es nach S, um S nach oben verschoben. Das heißt, ich habe minus F von X plus S. Nun sehen wir also, wir können aus der Funktion F von X, die einen exponentiellen Zerfall dargestellt hat, mit der Spiegelung an der X-Achse, also dem Vorzeichenwechsel, und der Verschiebung um S nach oben, ein beschränktes Wachstum dieser Form machen. Und genau das können wir auch hier im Wachstumsgesetz erkennen. Das heißt, anstatt dass wir jetzt k mal f von x haben, das heißt, dass wir f von x in einem bestimmten Zeitabstand immer um den gleichen Faktor größer oder kleiner werden lassen, haben wir jetzt s minus f von x. Das ist ja das gleiche. S minus f von x. Das immer im gleichen Zeitabstand größer oder kleiner wird. Also in festen Zeitabständen
nimmt diesmal nicht f von x, sondern nun unsere neue Funktion s minus f von x immer um den gleichen Faktor zu oder ab. Nun, was ist dieses s minus f von x, wenn wir uns mal diese Funktion nochmal anschauen? Naja, wenn wir uns vorstellen, wir haben eine Stelle der Funktion hier. Dann ist die Differenz zwischen s und f von x. Also genau das, was noch fehlt, um die Sättigungsgrenze zu erreichen. Genau das verhält sich proportional. Diese Differenz, die nennt sich Sättigungsmanko. Also in festen Zeitabschnitten nimmt dieses s minus f von x, also das Sättigungsmanko, immer um den gleichen Faktor zu oder ab. In Ordnung. Wie sieht es aus mit dem Proportionalitätsgesetz? Hier haben wir gesehen, f' von x ist proportional zu f von x. Logischerweise muss dann hier f' von x proportional sein zu, naja, wir haben f von x ersetzt mit s minus f von x. Und jetzt ist es auch nicht mehr schwer, die Differentialgleichung daraus herzustellen. Am Anfang war es f' von x gleich k mal f von x. Und nun muss ich einfach das f von x wieder ersetzen durch s minus f von x. Also steht da k mal s minus f von x. K und s aus r. Okay, das ist die Differentialgleichung. Und die zugehörige Funktionsgleichung, die müssen wir natürlich auch noch bestimmen. Das ist f von x. Das sollte man sich einfach merken. Das ist s minus, Klammern, s minus f von 0 e hoch minus k mal x. Woher kommt das minus k? Nun, wir hatten ja hier exponentiellen Zerfall. Deswegen muss ich hier das Vorzeichen ändern. Und wir haben s minus eine immer größer werdende Funktion, die irgendwann mal gegen s geht. Das heißt, genau das, was wir brauchen. In Ordnung, schaut nochmal auf der Homepage www.lyrella.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.